Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead. Ich habe mich tatsächlich nochmal rausgetraut, um vielleicht doch irgendwo noch ein Stück Eisen zu finden. Habe aber bis jetzt außer Kalkstein und Steinen nicht viel gefunden. Zumindest kann ich jetzt zu meiner Basis ohne weiteres zurückfinden. Da ich ja eine Flagge aufgebaut habe. Ich befürchte fast, dass wir uns diese Nacht alleine mit einem Speer verteidigen müssen. So, das kann man nicht abbauen. Also so ganze Felsformation, da kann man drauf rumkloppen, wie man will, passiert nichts. Und zur Not kann ich gleich noch mit Steinen werfen. So, den Felsen probiere ich noch. Der sieht ein bisschen anders aus als die anderen. Na? Lässt du dich abbauen? Na komm. Verdammt. Da wäre dann wahrscheinlich das drin gewesen, was ich noch gebraucht habe. Mist. So, Speer. Forschungsmaterial. Das gefällt mir nicht. So, jetzt ist es aber auf jeden Fall zu spät, um noch einen Rückzieher zu machen. Tja, gleich seht ihr mich überleben oder sterben. Oh, die Atmosphäre, die ist so drückend gruselig. Ich kann nicht das gar nicht richtig beschreiben. Keine Fallen, keine Pfeile, nur bewaffnet mit einem Speer. Wahrscheinlich hat mich gerade der Gegner und ein bisschen meine Angst davon abgehalten, dass ich hier doch noch Material für Pfeile zusammenbekomme. Ich kann noch mal gucken. Stück Eisen. Und dann hätte ich 5 Pfeile gehabt. 5 Pfeile bringen mich auch nicht so unbedingt weiter. Aber ich sag mal, wenn die Gegner wenigstens im Schwierigkeitsgrad so bleiben, also der Schwierigkeitsgrad erhöht sich ja jeden Tag. So zumindest war mal die Ansage zu Beginn des Early Access. Aber wenn es erstmal so bleibt, dass ich die mit einem Spießtreffer erledigen kann, dann komme ich vielleicht. Vielleicht auch ohne Pfeil und Bogen. Klar, ihr könnt ja schon mal, ihr könnt das Video ja mal kurz anhalten und eure Wetten, ob ich es überlebe oder nicht, in die Kommentare schreiben. Und mich auch gerne mal wissen lassen, wie weit ich das Ganze hier eventuell noch treiben soll. Ich habe auch überlegt, vielleicht probiere ich mal aus, wenn ich mir hier selber den Admin-Modus gebe und mal gucken, wie das geht und was mir dann zur Verfügung steht. Ob ich dann vielleicht ja so ein bisschen freier bauen kann, um einfach mal die verschiedenen Fallen und Möglichkeiten auszuprobieren. So, die Welle hat begonnen. Von wo? Hoffentlich nicht so viele. Sie ist nicht vertrauenserweckend. Wie
wie weit mich hier meine mickrige Plattform schützt, ist auch noch eine andere Frage. Vielleicht passiert in der ersten Nacht doch gar nicht so viel. Ja, wenn euch das gefällt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ist wirklich von wo? Denn sie kommen aber schon wie im frühen AliExpress, lassen sich doch relativ lange Zeit. Weiß auch nicht, wo sie herkommen. Auf der Karte sieht man es auch nicht. Aber der Illusion, dass hier gar nichts passiert, brauche ich mich nicht hingeben. Das sind nicht wenige. Wirklich hier mal so ein bisschen hin und her. Keine Energie mehr. Fast keine Energie mehr. Kann ich irgendwie was essen? Du bist tot. Was habe ich gemacht? Im Inventar. Ah doch, jetzt kommt wieder Zeug in mein Inventar. Okay, gut zielen ist angesagt. Weiter als ich dachte. Aber so auf weiter Flur. Und sie schreien immer noch wie verrückt. Leck mich am Ärmel. Okay, man kommt immer wieder am Bunker raus. Und sie finden ihren Weg sofort. Gerne ein bisschen durch die Treppe wenigstens kanalisieren, wenn das geht. Und geht es? Ja, es geht. Wenn auch nicht so richtig gut.
Okay, es kommen auf jeden Fall noch welche. Und das dauert doch ordentlich lange. Und das war's auch noch nicht. Mein Gott. Hier ein Krempel rum. Danke. Also es ist auf jeden Fall nicht ohne. Was meine ganze Ausdauer bald versammelt. Nicht zu fassen. Schwierigkeitsgrad easy, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da warten sie schon alle auf mich wieder. Wieder fast keine Energie mehr. Genauer zielen hilft. Bitte springt nirgendwo anders drauf. Nur noch einzeln. Okay, nicht jeder ist mit einem Treffer zu erledigen. Vor allen Dingen die Fiesen hier nicht. Gebe nicht auf, die Nacht für euch zu überstehen. Mal wieder mitten auf freiem Feld. Aber laut meiner Anzeige sind das wahrscheinlich die letzten.
Naja, schön, dass das die letzten sind. Die jetzt ganz nah an meinem Spawnpunkt sind. Irgendwo. Mal, guckt euch an, was da an Zeug rumliegt. Also es sind auf jeden Fall noch welche da. Die zweimal mindestens. So ist es das jetzt gewesen. Mein lieber Herr Gesangsverein. So, alles nehmen. Viel Forschungsmaterial, Eisen. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Finden. Achso, Rucksack. Alles nehmen. Mann, oh Mann. Hier unten liegt auch noch alles mögliche an Zeug rum. Also das ist auf jeden Fall nichts, was man zweimal hintereinander so erleben möchte. Ohne Ende Forschungsmaterial. Mal gucken, hier müssten noch irgendwo noch mehr Säcke rumliegen. Zumindest mal. Werde ich in der nächsten Nacht Pfeile haben. So viel steht schon mal fest. Meine Güte. Das war heftig, oder? Dauert es natürlich auch erst noch mal wieder eine ganze Weile, bis es hell wird. Und mein Lebensbalken bleibt immer weiter unten, umso öfter ich sterbe. Scheinbar. Dann ist das möglicherweise der Malus, mit dem wir hier zu kämpfen haben. So, auf jeden Fall habe ich hier genug Zeug im Inventar. Bin ich nur mal gespannt. Ich werde nämlich an der Stelle jetzt mal ein Ende dieser Spielsession machen. Dann mal gucken, zu welcher Zeit, wann, wie, wo ich dann auf dem Server wieder rauskomme. Wird vielleicht davon abhängen, ob der zwischenzeitlich bespielt wird oder nicht. Ich bin jedenfalls sehr gespannt und werde dann mal gucken, ob ich mir irgendwie diesen Admin-Modus aneignen kann, weil ich habe auch dieses Mal nicht vor, die Geschichte weiterzuspielen. Ich möchte im Grunde möglichst viel mal ausprobieren und zeigen. Vor allen Dingen diese neuen, schicken Fallen interessieren mich sehr. Gut, wir werden es erleben, ob wir an diesen Punkt kommen oder nicht. Und jedenfalls, wenn ihr das nicht verpassen wollt, zu erleben, ob das klappt oder nicht, dann abonniert doch gerne den Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr eine dementsprechende Push-Benachrichtigung bekommt, wenn es soweit ist. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.